Oh weia. Ah ja, okay, und jetzt haben wir wieder. Wie zum Teufel komme ich darauf? Okay. Besten Dank, Militär. Geht das auch irgendwie an? Folge den Kabeln. Stimmt schon? Boah, blöder Pissvogel. Hier sind überall Steine. Am besten mal jemanden mitnehmen, oder? Na, guck mal hier. Geht's jetzt los? Muss ich noch mehr Angst haben? Hier kann man auch nichts machen. Oh Gott! Oh. Scheiß Katze. Ja, echt, ey. Ich habe auch so Mistviecher zu Hause. Okay, da ist eine Tür auf. Da geht's aber eigentlich noch weiter, oder? Meine ich das noch? Komm schon. Okay. Oh mein Gott. Ist ja kalt. Verdammt. Soll ich hier verrecken? Ermorde das Pissvieh beim nächsten Mal. Hast ja jetzt 4 Schüsse. Jetzt muss ich hier nach allen Ernstes Strom suchen und. Ach man. Kaution. Hier, das hört sich doch nach Warnung an. Kommt man da irgendwie rein? Ja. Braucht Saft. Nicht das auch noch. Was liegt da oben drauf? Kann ich da hoch? Ich will da hoch. Ich sehe aber auch so wenig in dem Drecksloch hier. Überall nur Steine, ja? Nein, Munition. Nachladen. Okay, das war, glaube ich, ein bisschen unklug, oder? Ich glaube, die hat jetzt eine Patrone weggeschmissen. Komm, ich brauche gar nichts in der Hand. Tu das, leg das weg. Ah. Wieso ist die Musik anders? Hört auf mit dem Scheiß. Was ist hier los? Geht auch nicht, ne? Das sind alles Tore. Ich muss hier weiter. Was ist das? Auch nur Steine oder was? Nee, noch mehr Munition. Oh Gott, so viel Munition findet man sonst im ganzen Spiel nicht. Stell die Energieversorgung im Flüchtlingslager wieder her. Ja. Ja. Scheiße. Schon klar. Ich suche ja nach Strom. Oder, hier ist doch irgendwas. Hä? Okay, dann renne ich mal zu diesem Pfeil. Okay, voll dran vorbei. Was muss ich hier machen? Achso, Dreieck drücken.
Nichts? Kein Saft. Oh. Verdammt. Was ist hier? Lesen. Der Zustand des gefreiten Elias hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Ampulation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Elias hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich höre immer noch sein. Ja, wie jetzt? Brauche ich jetzt Benzin auch noch für den Kack, oder was? Ach, hier ist da was. Guck mal, ey. Dreh dich um. Ja, super, ey. Ist geil. Geil. Vielleicht finde ich welches. Ja, vielleicht kann ich ein Auto auspumpen oder so. Vielleicht sogar in einem LKW. Wo ist denn der Tank bei diesen Dingern? Hinten? Nee. Hinten ist ja nur noch das... Hier vielleicht irgendwo? Was? Oh, Scheiße. Wo? Stalker. Zwei nur? Infizierte ignorieren Taschenlampen. Okay. Ich muss die, glaube ich, erschießen, ne? Weil... Drücke nachladen, während du zählst. Was? Oh Gott, da kommen zwei. Leute, ich werde so gnadenlos versagen. Wo ist der andere hin? Der war doch gerade noch da. Einer ist noch da hinten. Und ich habe nur noch drei Schuss. Ist das wirklich nur der eine? Ich sehe nix. Ist der weggelaufen? Ah ne, da ist er! Ah! Oh Gott, der war Gott sei Dank im Kopf. Aber jetzt habe ich nichts mehr. Waren das alle? Oh, ja. Aber der hat Munition dabei gehabt. Okay. Jetzt Benzin. Ja, Benzin. Okay, alles klar. Hier, den können wir leer tanken. Müssen wir ansaugen. Jackpot. Okay, wie geht das? Voll eklig. Schlauch reinstecken und einfach ansaugen, oder? Na bitte. Okay. Sehr gut. Dürfte reichen. Okay. Komm schon.
Dann ziehen wir nochmal an der Kette da. Und schwupp. Und hopp. Und zacka. Oh nee, oder? Oh. Denk dran. Finger weg vom Elektrowasser. Verstanden? Okay. Kann ich jetzt da rein? Gut. Die Tür ist auf. Da hoch? Ich muss jetzt über das Wasser, okay? Oder wie jetzt? Ruhig. Schau geradeaus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Okay. Und du sagst, kann ich jetzt vielleicht auf den LKW, weil da lag was drauf. Eine Flasche. Da geht es raus. Ja. Und wie komme ich da hin? Na, über die Dinger da, wo wir gerade schon drüber gelatscht sind. Ja, du musst schon wieder da hoch. Aber... okay. Ich verstehe. Deine Frage ist berechtigt. Warte mal, wir müssen hier an dem LKW wieder runter, ne? Hier ist ja kein Wasser. Drin. Was haben wir da? Oh, das ist gut. Ich noch so einen Lappen rum. Oh, weia, Leute. Ist ja nur eine Garage. Ich muss den ganzen Weg noch zurück. So, nebenbei. Yeah, Fernseher. Da hinten ging's raus. Ach jo. Echt mal, das war ja jetzt erstmal nur eine Garage. Hier nicht auch noch einer auf? Nicht, dass er jetzt um 4 rauskommt, ey. Okay. Paletten verschieben können wir nachher. Was ist hier? Strom. Okay, Paletten jetzt verschieben. Ist dahinter was? Flasche. Wofür brauche ich die Paletten? Um wieder auf den LKW zu kommen? Vielleicht? Ich sehe gerade nicht, wo ich die hinschiebe. So? Vielleicht? Oder warte mal, ich kann ja hier hoch, oder? Über die Garage latschen. Auf dem LKW liegt nichts, ne? Ah! Oh, ich kann nicht über die Garage. Scheiße! Oh Mist, dann schiebe ich die Paletten davor, oder? Das war auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen blöd von mir. Ach nee, da kann ich ja nicht hoch. Das ist ja. Nein, geht auch nicht aus immer. Hm?
Autos hüpfen? Auch nicht wirklich. Ich muss da lang. Was habe ich jetzt wieder übersehen? Kann ich die Palette auch noch? Ne. Die hat keinen Hubwagen. In der anderen Garage war nichts zum Bewegen, ne? Ich muss da hoch, das weiß ich. Das habe ich irgendwie im Gefühl. Oh Leute, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen zu hoch für mich. Wo muss ich mit dieser verdammten Palette hin? Damit ich da hochkomme. Auch so nicht, ne? Oder? Ach, spring doch rüber, Mann. Hier war wirklich nichts drin? Nee, hier waren ja nur die Fernseher. Oh nee, was muss ich damit machen? Komm ich ja trotzdem nicht hoch, wenn ich das... Hä? Ah, warte, ich muss die da drunter schieben. Ah, komm. Dann bleibt die Garage ja offen. Bin ich jetzt drunter? Sieht so aus. Gut. Jetzt müsste es halt... Ja. So. Oh Mann, ey. Ich habe Höhenangst, nur so nebenbei erwähnt. Das ist auch nicht toll, wenn man dann auch noch gegrillt werden kann. Springen, ne? Treffe ich das? Oh. Dann auf das Auto. Boah. Und hier liegt Munition. Noch sonst irgendwas hier? Sieht nicht so aus. Ja, ich höre dich. Oh. Okay, Leute. Ich glaube, fast hier sollten wir mal unterbrechen und beim nächsten Mal weitermachen, oder? Oder versuche ich einen Durchgang? 1, 2, 3, 4, 5. Neun Munition. Wir befinden uns in einem Pet Shop. Zum Anfertigen. Was haben wir denn da? Ein Molly können wir machen. Das ist vielleicht nicht schlecht bei 5 Mann. Aber wie bringe ich die alle auf einen Haufen? Kann ich mich an dem vorbeischleichen? Was ist das für einer? Das ist einer, der mich sieht, ne? Was ist das? Kann man da rein? Das sind wieder alles Gemischte. Die, die mich sehen können und die scheiß Klicker. Ich weiß gar nicht mehr, speichert er das Spiel automatisch? Spiel speichern.
Automatische Speicherung läuft, bitte warten. Das machen wir jetzt mal einfach so zur Sicherung. Oh. Sie sehen einen automatischen Spielspeicherungsbildschirm. So, komm, geh wieder zurück. Hä? Neues gespeicherte Daten? Gespeichertes Spiel? Spiel läuft seit 50 Minuten. Sammelobjekte gesammelt. Speicherschwer. Habe ich das jetzt gespeichert? Komm, ich mach das nochmal zur Sicherheit. Ich bin ein bisschen. Also im Speichern bin ich immer so ein bisschen. So, das checke ich immer noch nicht so ganz. Aber er hat ja lange gebraucht, also irgendwas muss er ja gemacht haben. So. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie spät es ist. Wie spät wir es haben. Und wir haben allen Ernstes schon 44% geschafft. Was? 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 Okay, da habe ich wohl zu laut gespeichert. Nee, alles klar. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben einen Molly, den wir uns basteln können und neuen Munition. Das wird irgendwie machbar sein. Okay, danke fürs Reinschalten und ja, schaut mich weiter. Bis dann, eure Laura.